So, was geht, Leute? Mein Name lautet Danny. Was? Dir gefällt diese Begrüßung nicht? Alles klar, kannst du mir bitte mehr davon erzählen? Wie? Du willst nicht? Okay, alles klar. Oh, scheiße, ich muss meine. Schnell beeilen. Okay, lass uns hier was mitnehmen. Das und das. Ja, ja, ist scheißegal, Alter. Hauptsache, ich habe jetzt irgendwas. Wir spielen heute mit der Vector auf. What the fuck, Alter? Ich mag diese Map gar nicht. Die ist irgendwie so. Wieso ich sie nicht mag, liegt einfach daran, dass sie so viele Etagen hat. Das kotzt mich einfach extrem an. Ich meine. In anderen Call of Duty, zum Beispiel, sagen wir mal, MW2, da gab es gar nicht immer so viele Etagen. Da gab es, weiß nicht, außer High-Rise jetzt, gab es eine untere Etage, eine mittlere und keine obere eigentlich. Außer ganz wenig, paar Stellen, aber ich glaube, ihr wisst, welche Stellen ich meine. Aber sonst, hier gibt es immer so eine untere, eine mittlere und eine obere Etage. Und das macht diese Map eigentlich total scheiße. Und unspielbar, meiner Meinung nach. Ich verstehe gar nicht, was ist daran so schwer, vernünftige Maps zu erstellen. Ihr könnt mir aber mal in die Kommentare schreiben, was eure Map, Lieblingsmap von ganz Call of Duty ist. Meine persönliche Lieblingsmap ist, denke ich, sogar High-Rise von Modern Warfare 2. Und ganz ehrlich, hier in diesem Spiel habe ich gar keine Lieblingsmap. Alles klar, Teammates, wir werden jetzt die Gegner richtig rapen. Im letzten Spiel haben wir schon gewonnen. In diesem Spiel werden wir nochmal gewinnen. Und wie gesagt, das ist jetzt das zweite Spiel, das Call of Duty Marathon. Morgen um 16 Uhr kommt das nächste und gestern um 16 Uhr habe ich das letzte hochgeladen. Also checkt es auch aus, falls ihr es nicht gesehen habt. Und lass uns loslegen mit der Vector, denn wir in den Gegner spawnen rein und zerficken sie alle. Und ich weiß auch gar nicht, wo ich allererstes langrennen soll. Okay, lass uns mal nach oben langrennen. Ich frage mich auch, wie sich der PS4-Controller anfühlt. Also wenn ihr wisst, wie sich der anfühlt, dann schreibt es mir ruhig. Oh, ich hasse diese Map. Ich muss sagen, diese Map ist eigentlich richtig geil für Sniper. Der ist runtergesprungen. Oh, den haben wir noch geholt. Von wo kommen die? Die kommen von da, von hier. Ah, hab ich gehört. Locker gehört, locker flockig, aus der Hüfte geholt. So, jetzt warte ich gerade. Hallo? Oh, da kämpft jemand. Ah, der hat mich nicht gesehen, weil ich einen Schalldämpfer drauf habe. Aber hat er mich nicht mal gehört? Nein! Was? Ich lebe noch? Ich lebe noch. Wie ist das möglich, Alter? Ich habe keine Ahnung. Aus irgendeinem Grund habe ich überlebt. Ich meine, das C4 ist genau vor meinem Penis explodiert. Und ich lebe noch. Das beweist eigentlich nur, dass ich keinen Penis habe. Scheiße. Oder ich habe irgendwie einen Perk dabei. Und habe nicht bemerkt, dass ich mitgenommen habe. Und hinter mir kommt einer. Nein! Der hat mich gemessert. Das war alles andere als nett. Oh, verdammte Scheiße, Alter. Wo ist er jetzt? Ich will mich rächen. Oh, ich habe echt... Ich merke, wenn man am Morgen spielt, am Abend kann ich immer besser spielen. Ich weiß aber nicht, woran das liegt. Ich habe echt manchmal so Zeiten, da bin ich richtig, richtig gut. Dann habe ich wieder so Zeiten, da bin ich richtig, richtig schlecht. Und diese Zeiten habe ich jetzt aus irgendeinem Grund, Alter. Ohne Scheiß. Ich weiß nicht, was los ist. Aber ich muss es uploaden, ist der Call of Duty Marathon. Also kann ich nichts dagegen tun, außer mir runterholen und sagen, dass ich meine Festplatte vollgespritzt habe und sie deswegen nicht mehr geht. Das habe ich nicht gerade gesagt. Nein, das kam nicht aus meinem Mund. Das kam eigentlich aus eurem Mund. Ihr perversen Schweine. Ach ja, ihr seid schon so kleine Perverse. Ist nicht schlimm, pervers zu sein. Ich vergebe euch. Es gibt viele Menschen, die pervers sind. Ihr seid nicht die Einzigen. So, ja, die spawnen hundertprozentig da. Ganz ehrlich, hier ist kein einziger Teammate. Das Logischste, was das Spiel jetzt machen könnte, wäre, die Gegner hier spawnen zu lassen. Und spawnen sie hier? Nein, natürlich nicht. Nur der eine, der ist aber AFK. Der ist wahrscheinlich schon 2 Stunden davor da gespawnt. Der ist schon da gespawnt, bevor das Spiel überhaupt begonnen hat. Der ist schon da gespawnt, bevor das Spiel überhaupt rausgekommen ist. Der war eigentlich schon immer dort. Und ich scheiß mit 4. Und ich habe mir gerade auf die Zunge gebissen. Ah, oh, das tut weh. Das tut extrem weh. Oh. Leute, sagt mir, wann er da gespawnt ist. Er ist bestimmt da gespawnt, bevor überhaupt Call of Duty erschienen ist. Er ist da gespawnt, bevor... Bevor, keine Ahnung. Oh, oh. Easy, locker, flockig, aus der Hüfte. Und die nächsten auch noch. Legt euch nicht mit mir an, Alter. Was fällt euch eigentlich ein? Was denkt ihr, wer ihr seid? Sorry, ich kann gerade nicht reden, Alter. Bin ein bisschen heiser. Wegen meinem zweiten Kanal, da muss ich mal so rumschreien. Wegen so, ich mache Let's Play nicht auf meinem zweiten Kanal. So ein Spiel, Super Luigi U. Extrem geiles Game. Aber, naja, für euch wenigstens zum Zuschauen. Für mich nicht so. Ich weiß auch nicht, wieso, aber... Ist halt einfach so. Vielleicht, weil es mich so aufregt und ich es einfach nicht kann. Deswegen wahrscheinlich.
Ich finde gar keine Gegner mehr. Wo seid ihr denn überhaupt? Ich höre wieder welche. Na! Nein! Leute, soll ich hier was erzählen? Ja, jetzt denken sich einige wahrscheinlich, wieso schreit er denn so rum? Wieso schreit er denn so rum? Ich weiß, es ist manchmal ein bisschen übertrieben. Aber Leute, ich sag euch mal was. Und zwar, man erwartet einfach nicht, dass man gemessert wird. Man erwartet es einfach nicht. Und ich renne hier die ganze Zeit rum und ich werde einfach gemessert. Es kotzt mich dermaßen an, Alter. Ohne Scheiß jetzt. Deswegen, ich gehe nicht mehr da. Ne, ich gehe nicht da rein. Der messert mich eh wieder. Wetten? Verbindung aktiv. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Da habe ich ganz locker flockig aus der Hüfte geholt. Ich werde immer gemessert in diesem Spiel. Immer. Ich hasse Messern. So übertrieben. Wirklich, Messern ist das Schlimmste, was in diesem Spiel passieren konnte. Mein Beileidsspiel, Alter. Bei dir kann man messern. Und wieder sind Leute über mir. Und hinter mir, neben mir, rechts von mir, unter mir. Überall sind sie. Überall. Ich versuche mal... Ich versuche die mal auswendig zu machen, indem ich höre. Ohne Hören wird gar nichts gehen in diesem Spiel. Ich bin echt froh, dass man noch... Nein! Oh, verdammte Scheiße, ich verkacke so dermaßen, Alter. Ich verkacke so dermaßen. Aber ist gar nicht so schlimm. Ich bin doch trotzdem noch ganz ruhig. Tara, der hat nachgeladen, Opfer. Oh. Oh, what the fuck, von wo kommst du denn? Boah, hättest du mich gemessert? Ich hätte dich umgebracht, Alter. Digga, ich hätte dich so umgebracht. Was, du hättest mich davor schon umgebracht? Nee, nee, nee. Kann gar nicht sein. Okay, jetzt höre ich wieder 1000 Schritte. Und ja, der wollte mich natürlich mal wieder messern. Der hat, alle sind auf der Suche nach mir, Leute. Ich bin der Most Wanted. Der Most Wanted. Wie geil das klingt, Alter. Ich liebe dieses Wort. Most Wanted. Seid ihr auch der Most Wanted? Seid ehrlich und lügt bitte nicht an. Lügt mich bitte nicht an. Ohne Scheiß, diese Map ist wirklich krank, Alter. Jetzt mal ohne Witz. Ich würde schon ganz stark behaupten, dass diese Map einer der kranksten Maps ist. Kranksten Maps ist. Gut Deutsch, Danny, gut Deutsch. Das. Oh, der ist hinter mir. Oh! Nicht mit mir, du Bastard. Ah! 23,5 ist gar nicht so schlecht, Leute. Was ist denn los, Alter? 23,5 ist vollkommen okay. Ich habe immer das Gefühl, die Spiele tut alles schlecht, aber irgendwie geht das ja noch. Und sogar mein Teammate ist 19:3. Gut, das war das zweite Spiel des Call of Duty Marathons. Ich werde jetzt noch ein Spiel spielen, das kommt morgen wahrscheinlich um 16 oder 18 Uhr hoch. Übrigens, ich habe einen zweiten Kanal, der Link ist in der Beschreibung, da mache ich Let's Plays drauf und da kommen auch viele Videos von mir hoch. Außerdem, bitte nehmt euch eine Sekunde Zeit, um den Like-Button zu drücken, um mich zu unterstützen. Und wenn ihr das Video abgefeiert habt, ich bin echt heiße heute. Außerdem abonniert jetzt meinen Kanal für besseren Sex und sagt mir in den Kommentaren, welche Map eure Lieblingsmap ist. Und dann sage ich nur noch 3, 2, 1. Tschüss!